Der Zeltofen G-Stove Heat View. Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. Herzlich willkommen hier in unserer Jotte. Lagerfeuer brennt und uns ist ein neuer Zeltofen zugelaufen. Den habe ich selbst noch nicht gesehen. Die Beschreibungen haben mich zwar fasziniert. Es ist ein Ofen komplett aus Edelstahl geschweißt, also dürfte ein sehr wertiger Eindruck nachher dann gleich machen. Es handelt sich um den G-Stove. Das ist ein ganzes System von Zeltöfen. Das fängt an vom Ofen selber über einen Wasserspeicher, über ein kleines Backofenfach, was man dazu setzen kann. Aber was wir heute hier in diesem Karton wohl drin haben, ist der G-Stove Heat View. Und den möchte man jetzt einfach gern mit euch zusammen mal auspacken. Also ihr seht, der G-Stove ist ein sehr formschöner Ofen, würde ich mal sagen. Er ist sehr durchdacht konstruiert mit ein paar nette Eigenheiten, die normale Zeltöfen nicht mit sich bringen. Da wäre vielleicht als erstes dieses Sichtfenster hier.
zu nenne, wo ich einfach doch ein kleiner Einblick in mein Feuer krieg und einfach auch ein bisschen Licht noch ins Zelt reinkrieg. Er ist vollständig verschweißt, eben aus Edelstahl. Das unterscheidet ihn auch nochmal von unserer bisherigen Zeltöfe. Aber ich glaube, das wichtigste Merkmal hier bei diesem Ofen ist seine Größe. Und er ist durch seine kompakte Maße einfach der kleinste aller unserer Zeltöfe. Die Leistung, das mag jetzt mal noch dahingestellt sein, was er denn so mit sich bringt. Das wäre mal einfach dann auch mal noch testen. Aber der erste Eindruck ist, dass er tatsächlich über den kleinsten Brennraum verfügt. Ich denke, er wird gut ziehen. Also er ist gut konstruiert, was die Befeuerungsklappe hier angeht. Die ist groß genug, da kriege ich auch größere Hölzer rein. Ich habe ein gutes Zulichtsystem, was ich gut regeln kann. Und der Abzug mit dem 60 mm Rohr, das erscheint uns durchaus als sehr praktikabel zu sein. Auch die Abluftrohre, die Rauchrohre sind aus Edelstahl. Von daher schön, fein, komplett aus einem Guss, sage ich jetzt mal. Sei Geld sicher wert. Wie er sich dann schlägt von der Leistungsgröße her, das muss er dann noch zeigen. Da werden wir hoffen, dass wir bei nächster Gelegenheit einfach mal dazukommen, ihn auch anzufeuern. Von der Größe her tippe ich drauf, dass er jetzt für ein mittleres Tentipi oder auch für eine Kode gut geeignet ist, dass man da eine ordentliche Wärme rauskriegt. Für größere Zelte wird das schwer haben. Also zum Beispiel vergleichbar, wenn man jetzt die andere Edelstahlöfe wie der Helsport oder der Tentipi nimmt, die haben ein deutlich größeres Brennkammervolumen und deutlich mehr Leistung. Die sind auch für etwas größere tibi-förmige Zelte geeignet. Aber der hier, wie gesagt, ich schätze mal für eine Kode wunderbar. Und alles andere muss ich zeigen. Also ich hoffe, dass ich euch neugierig gemacht habe auf den G-Stove. Abonniert unseren Kanal, dann kriegt ihr mit, sobald wir diesen Ofen anfeuern. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer Ralf von Jodeland.